Hotel Napoleon in Cherasco. Ich bin diesmal auf den Spuren des jungen General Napoleon Bonaparte von 1796 und habe vom 4.6. bis 8.6. ein Zimmer in diesem Hotel gebucht. Ich bin jetzt in Cherasco unterwegs zum Palazzo Salmatoris. Und das ist dann der Palazzo Salmatoris, wo Napoleon 1796 einen Friedensvertrag abschloss. Die Sonne blendet ganz schön, deshalb muss ich das hier mal von der Seite filmen. Das Souvenir Napoleon. 28. April 1796. Ein Stadttor von Cherasco, Baubeginn 1732. Das Tor an sich hat aber nichts mit Napoleon wirklich zu tun. Hier noch der Blick zurück in die Altstadt von Cherasco. Aus der Richtung bin ich gekommen. Diese Straße nennt sich Allee Napoleonico, also Napoleonische Allee. Sie führt direkt zum alten Schloss, das man aber nicht besichtigen kann. Das Castello von Cherasco hat auch nicht wirklich was mit Napoleon zu tun. Obwohl hier wunderbare Platanen stehen und sich das hier Napoleonische Allee nennen. Hier mal noch einen Blick rüber in die Landschaft. Cherasco liegt auf einem Hügel, von dem man wirklich eine schöne Aussicht hat auf die Umgebung. Heute auf der italienischen Route Napoleon von 1796, wo General Napoleon Bonaparte am 11. April 1796 seinen Feldzug begann. Und ich fahre jetzt weiter in Richtung Altare. Ich habe noch mal kurz den Altare angehalten und fahre jetzt weiter Richtung Monte Notte und den Monte Negino. Das geht hier in die Richtung. Auf halber Höhe zum Monte Negino steht hier dieses Hinweiszeichen. Das fährt sich eigentlich noch ganz gut. In die Straße, die ich dann weiterfahre. Weiter auf dem Weg zum Monte Negino. Ich habe hier kurz angehalten. Das ist eigentlich ganz gut ausgeschildert. Ich habe gedacht, es macht größere Schwierigkeiten, hier hochzufahren. Zudem ist wunderbares Wetter und die Landschaft ist natürlich auch super. Blick in Richtung Savona. Von Savona aus marschierte La Havre Richtung Monte Negino und aus Richtung Altare kam Massina. Ich habe den Monte Negino jetzt fast erreicht. Hier sind noch einige Informationen und ein Gedenkplatz mit einigen Tafeln, die ich mir jetzt hier ein bisschen näher ansehen werde.
der Richtung, aus Richtung Altare, bin ich gekommen. Und jetzt hier kurz vor dem Monte Divino. Auf dieser Tafel sieht man das Zusammenwirken der Corps La Harpe, Massenard und Augereau. Ich bin jetzt Cairo Monte Notte, Supérieur oder wie es ausgesprochen wird. Hier diese Erinnerung an 1796. Das ist ja wenigstens mal gut ausgeschildert. Aus Richtung Cairo Monte Notte bin ich gekommen. Richtung Deso weiter über den Monte Migino. Und dann weiter nach Kakare, Melissimo, Mombasaglio und so weiter und so weiter. Hier die Straße nach Altare über Cairo, Monte Notte. Kurz vor dem Monte Negino halte ich hier nochmal an. Aus dieser Richtung kamen die Truppen La Harpe, um die Österreicher zu vertreiben, was aber gar nicht so einfach war. Hier auf dem Weg Richtung Savona, das was ich jetzt abwärts fahre mit dem Auto, Truppen damals zu Fuß marschieren. Das ist wirklich beeindruckend, welche Marschleistung diese Soldaten damals vollbrachten. Auf dem Weg vom Monte Negino in Richtung Dego habe ich jetzt hier angehalten in Ferrera, weil hier auch eine Information ist. Und hier geht es weiter Richtung Dego und von da aus nach Cairo Monte Notte. Hier gibt es auch einen Fußweg. Ich bin mal ein Stück mit dem Auto gefahren, habe es dann aber aufgegeben. Die Fahrt zum Monte Negino war schon sehr aufregend und ich wollte mir das nicht nochmal so einen Weg antun. Ich bin jetzt hier in Dego, war eine ziemlich abenteuerliche Fahrt. Nichts für ängstliche Gemüter. Und Fahrer, die hohes Risiko eingehen, für die könnte es manchmal die letzte Fahrt sein. In Dego. Ich bin jetzt in Dego. Auf der Route Napoleon von 1796 bzw. 1800 habe ich jetzt hier angehalten. Es ist immer noch in Dego, wo man diese Anlage findet. Es ist ziemlich ungepflegt. Wenn es nicht so weit bis hierher wäre, würde ich mal einen persönlichen Arbeitseinsatz machen, um das ein bisschen herzurichten. Ein bisschen schade, es hätte wirklich mehr Pflege verdient. Diese Tafel hat auch schon mal beste Tage gesehen. Hier bei Rochetta zwischen Dego und Cairo Monte Notte gelegen. Von dort aus Richtung Dego bin ich gekommen. Cairo Monte Notte. Die
Anlage ist hier auch sehr zugewachsen. Und ich fahre jetzt weiter Richtung Karkare. Mein nächstes Ziel ist erreicht, Karkare. Karkare, hier ist der Markt 7 mit einer Gedenktafel zum Aufenthalt von Napoleon Bonaparte. Diese Anlage in Karkare sieht schon mehr als trostlos aus. Dank sehr guter Vorbereitung habe ich es gefunden, aber man kann auch glatt dran vorbeifahren, so hoch ist das Gras. Noch einmal der Blick von der Straße. Und weiter geht es auf der Route Napoleon von 1796 jetzt in Richtung Millesimo, wo ich schon einige Ziele vermerkt habe, die ich aufsuchen will. Und hier nochmal der Blick zurück auf Karkare. Von wo ich gerade komme. Rechts aus Richtung Karkare. Links hoch geht es nach Kosserir, wo ich auch noch hinsehen will. Ich bin jetzt an der Anlage von Kosserir. Auch nicht sehr doll gepflegt, aber zumindest direkt an der Straße gelegen, sodass man eigentlich kaum dran vorbeifahren kann. Im Hintergrund irgendwo Karkare, Kairo, Monte Notte und Savona. Blick zum alten Schloss von Kosserir. Man erkennt oben noch ein paar Ruinenreste. Aber ich werde definitiv nicht hochfahren. Man kann das hier auf den Bildern auch sehen, wie das früher gewesen ist. Hier das auch nicht mehr ganz taufrische Bild und im Hintergrund das Original, so wie es jetzt aussieht. Auch eine sehr schöne Landschaft, aber langsam wird mir das Bergefahren zu viel. Bin froh, nachher doch wieder im Flachland zu sein. Der Bereich des Schlachtfeldes von Kosserir am 14. April 1796. Der Weg hier rechts führt hoch zum alten Schloss, das ich aber nicht befahren werde. Ich fahre jetzt weiter nach Millesimo. Hier nochmal die Hinweistafel, Informationen, wie sich alles hier abgespielt hat. Und jetzt weiter nach Millesimo und dann habe ich schon fast alles zum Feldzug 1796 hier geschafft. Millesimo und Seva sind jetzt meine nächsten Ziele. Ich bin jetzt in Millesimo und will mich hier noch ein bisschen umsehen. Das Napoleon-Museum in Millesimo, so wie es aussieht, hat es geschlossen leider. Mit sowas muss man immer rechnen. So richtige Planung kann man weder in Italien noch in Frankreich machen. Napoleon in Millesimo.
wie gesagt, hier das Museum, das scheinbar zu ist. Jetzt über diese wackelige Hängebrücke. Aber ich muss hin zu den Denkmälern da. Lieber Simon. Mittlerweile schon 30 Grad. Das Wetter meint es wirklich wieder gut. Es ist eigentlich schon fast wieder zu warm. Das Rathaus von Millesimo. Hier gibt es auch noch eine Information. Da weiter links, beziehungsweise in der Bildmitte. Blick zurück auf Millesimo und die schöne Landschaft. Und das sind die Soldaten, alles früher zu Fuß marschiert. Ich bin jetzt in Cera auf dem Weg Richtung Bombasaglio. Aber vorher will ich noch das Fort, das ist ja die Festung hier in Cera, besichtigen. Ich bin jetzt an der Burg von Bombasaglio und will hier mal rein. Blick vom Schloss, das ist ja von der Burg Bombasaglio, in die Richtung, aus der ich gekommen bin. Das Museum hat wegen Bauarbeiten leider geschlossen. Es ist wirklich bedauerlich, schade. Dann werde ich jetzt weiter Richtung Mondovi. Jetzt habe ich Mondovi San Michele erreicht. Alles ist recht gut ausgeschildert, nur dass die Straßen teilweise recht abenteuerlich sind. Auch das Genießen der Landschaft sollte man dabei nicht vergessen. Hier nochmal die Anlage mit den typischen Blechfiguren Napoleons. So, meine letzte Etappe für heute. Caru oder Caru, wie es gesprochen wird. Via Mancini Nummer 22. Hier hatte Napoleon sein Quartier vom 23. zum 24. April 1796. Das Hauptquartier Napoleons. Und jetzt fahre ich zurück in mein Hotel in Cherasco. Und noch das Rathaus von Caru oder Caru, wie es genannt wird. Noch ein Blick auf die Landschaft um Caru. Hier noch das Schloss von Caru, was aber mit Napoleon nichts wirklich zu tun hat, wie ich hier nachlesen kann. Das Zimmer hier im Hotel Napoleon ist auch sehr schön. Fast überall das N, beziehungsweise Napoleon zu lesen. Ein Balkon gehört auch mit zum Zimmer. Es ist wirklich richtig schön hier. Und hier das Hotel Napoleon, angeleuchtet, dunkel, ein richtiges Wohlfühlhotel. Ich bin heute in Lodi und jetzt an der berühmten Brücke
Napoleon Bonaparte über die Adda. Hier wollte ich auch schon mal hin. Via Lungo Adda Bonaparte. Das also ist die berühmte Brücke. Statt die Brücke jetzt zu stürmen, laufe ich einfach mal drüber weg. Blick zurück auf die Altstadt von Lodi, wo der Napoleon mit seinen Truppen stand, um die Brücke zu erstürmen. Ich gehe jetzt noch in die Altstadt von Lodi, die man sich bei einem Besuch hier auch ruhig mal ansehen kann. Hier noch diese interessante Statue mit verschiedenen Kriegsherren unterschiedlicher Epochen. Ganz oben Napoleon. Überall. Ich bin jetzt in Montebello della Battaglia angekommen. Den Zunamen della Battaglia erhielt die Stadt nach der zweiten Schlacht. Die erste war ja Napoleon Bonaparte und 1859 fand hier eine weitere Schlacht statt und deshalb dieser Zusatz zu Montebello della Battaglia. Nach den gestrigen Fahrten bergauf, bergab, bergauf, bergab ist es heute richtig angenehm, im flachen Land umherzufahren. Flach wie ein Teller. Das ist jetzt auch ein richtig schön angelegter Park. Mit dem großen Denkmal, das man von der Straße sehen kann. Hier die Rückseite dieses Denkmals. Das Rathaus von Montebello. Das Rathaus von der Straßenseite mit dem Hinweis zur Schlacht vom 9. Juni 1800. Auf der Rückseite ist eine Information zur zweiten Schlacht 1859. Eine weite Ebene, wie geeignet, um Schlachten zu schlagen. Ich bin jetzt am Tanaro in der Nähe von Rocca da Rozza. Hier sollte eigentlich noch ein Hinweis sein, wo General Joubert im ersten Feldzug Napoleons über den Tanaro stürmte und seine Soldaten mit ist. Am Tanaro bei Rocca da Rozza. Ich besuche heute das Schlachtfeld von Marengo, hier der Blick auf die Platane Napoleon, kurz vor Alessandria. Es ist ein höllischer Lärm hier, kaum was zu verstehen. Die Straße Richtung Marengo. Nochmal der Blick auf die Platane Napoleon aus Richtung Alessandria. Ich bin jetzt in Marengo. Hier vorne die Gedenksäule, rechts das Schloss.
in Richtung Alessandria gesehen hier von mir aus. Das ist das Museum Marengo. Ich bin jetzt schon zum dritten Mal hier und wieder hat das Museum geschlossen. Man bekommt auch keine richtigen Auskünfte, weder im Internet noch sonst wo, wann dieses Museum überhaupt mal richtig auf hat. Das Schloss Marengo. Der Sieger von Marengo. Gedenkstellen General de Sey. Der buchstäblich in letzter Minute auf dem Schlachtfeld eintraf, weil er die Kanonendonner hörte und so den Sieg bei Marengo herbeiführte. Die Schlacht war mit dem Durchbruch der Österreicher eigentlich schon für das Podium fast verloren. Das Schlachtfeld von Marengo zwischen Castel Ciriolo und Marengo. Ich bin jetzt in Torre Garofoli, wo Napoleon vor der Schlacht von Marengo sein Hauptquartier hatte. Torre Garofoli. Das war der Anmarschweg der Franzosen zur Schlacht bei Marengo. Die Straße nach Marengo. Torre Garofoli. Hier ein Hinweisschild zum Aufenthalt Napoleons am 14. Juni 1800. Das sieht ja fast noch so aus wie tatsächlich zu Napoleon-Zeiten. Man könnte sich vorstellen, Napoleon tritt jetzt hier aus dem Tor. Wenn nicht die ganzen Hinterlassenschaften der modernen Zivilisation inzwischen wieder. Ich bin jetzt in San Giuliano Vecchio. Hier sollte eine Stele zu De Sey irgendwo stehen, habe ich aber leider nicht gefunden. Und hier mein letzter Stopp in meinem Urlaub 2013 auf den Spuren Napoleons in Italien, Teil 1, die Festung von Alessandria. Von hier aus marschierten die Österreicher Richtung Marengo und hätten Napoleon auch fast geschlagen, wenn nicht De Sey noch zu Hilfe gekommen wäre rechtzeitig. Die Zitadelle bzw. die Festung von Alessandria. Bei meinem letzten Besuch hier vor einigen Jahren war noch alles gesperrt. Hier ist sogar ein Militärposten, den ich fast überreden musste, das Gelände hier betreten zu dürfen. Jetzt kann man sogar mit dem Auto rauffahren. Blick aus einer Bastion Richtung Marengo. Leider ist das hier nur alles zugebaut. Man kann es eigentlich nur erahnen, wie es früher ausgesehen hat. Die Zitadelle von Alessandria. Kurz vor meinem Ziel Cherasco, wo ich dann die Fahrt auch beende, habe ich hier nochmal in Polenza angehalten, um dieses beeindruckende Bauwerk anzusehen.
hier noch einige Informationen dazu. Kurz vor dem Gotthardtunnel habe ich nochmal angehalten, um nochmal dieses Panorama zu genießen. Und damit endet dann auch der Film zu meinem Ausflug nach Italien.